Hey, was geht ab, Leute? Hunger? Mir ist jetzt eingefallen, was ich am Ende des letzten Videos noch sagen wollte. Und zwar gibt es neue Boxen. Und zwar echt gute. Und zwar bisher eigentlich die besten, was Raid Pass angeht. Und zwar, wir haben mal drei Boxen. Man kann es direkt auf den ersten Blick sehen. 84, aber 6 Pässe drin, also man spart direkt was. Und hier die mittlere auch. 10 Pässe für 87, 8 Glück sei umsonst. Den Geist kann man wegschmeißen. Und die große. 20 Pässe. Für 1480, man spart sich 520 Münzen und 25 Glück sei umsonst. Und ungelogen, Top Beleber und Top Trank werde ich direkt wegschmeißen. Davon werde ich mir 4 Boxen kaufen. Für das restliche Geld, was ich noch habe. Das wollte ich noch kurz erwähnen. Und anscheinend ist das bisher der beste Preis für die Raid Pässe. Das heißt, wenn ihr scharf auf Raid seid, kauft euch ein paar von denen und dann stockt da auf. Das war irgendwas mit 70, 75 glaube ich, pro Raid Pass. Umgerechnet und das ist bisher der beste Preis. Ansonsten haben wir noch ein paar 10 Eier und wieder mal eine Box am Start. Also, kommen wir erstmal zu den 10 Eiern. Hatte ich mir eigentlich aufgehoben für das nächste Staub-Event. Bloß dann hatte ich wieder 9 Zehner. Und wir hatten gerade ein Staub-Event. Das war sogar dreifach, aber halt nur für Fangen. Deswegen glaube ich nicht, dass demnächst mal wieder ein Staub-Event kommt, wo es halt mehr Staub für Brüten oder so gibt. Deswegen habe ich die jetzt einfach mal gezündet. Den ersten direkt verpasst, aber nichts Schlimmes, nur ein Polygon. So. Viel zu viele Candies davon. Jetzt geht's los. Schauen wir mal. Da sind natürlich auch viele alte dabei. Ein Trassler, naja. Nicht so schlecht, aber habe ich schon 200er und genug Bonbons. Dann, leider, noch ein Pokégon. Ich weiß gar nicht, wie alt diese Eier sind, aber Pokégon, echt traurig. Und, passend zum Event, was vor ein paar Tagen war, ein Trattini, 4,91. Und natürlich nicht, 4,60, endschlecht. Janera. Auch sehr passend zum Event, das vor ein paar Tagen war. Oder jetzt sogar schon eine Woche. Das war so schnell, ich habe gar nicht die WP gesehen. Aber auf jeden Fall kein 100er. Noch ein Trassler. Ist bisher eigentlich ganz okay. Zwei Pokémon nur schlecht. Die anderen halt mittelmäßig. Wenig von den neuen Sachen. Ich hätte halt gern noch ein Trattini. Hätte natürlich gern. Brutalander. Ihr wisst schon, Kindwurm und Tarnel und Knackleon gehabt. Vor allem, weil ich so wenig Bonbons von denen habe. Und endlich ein von den drei neuen. Und Palimpalim. Den gibt es, glaube ich, auch in den 10ern. Und wir reden gerade von Kindwurm. Und da taucht irgendeiner auf. Muss ich gleich mal nachschauen. Und Panzerärgon zum Abschluss. Richtig schlecht. Das Ei muss richtig alt sein. Und nur 17 Bonbons. Ich glaube 16 ist das wenigste, was man aus dem Ei bekommen kann. So, und das Kindwurm ist irgendwo mitten in der Panzerwiese. Vor allem über der Grenze. Da ist so eine Grenze, da beginnt der Wald und dahinter ist halt tot. Also den holen wir auf jeden Fall nicht. Obwohl, IV? Nee. Attack 0. Den holen wir sicher nicht. So, jetzt kommen wir zu der Box. Loot Chest. Wie immer Dank an die, jeden Monat eine Box. Alle Infos unten in der Beschreibung. Okay, wie man schaut, University of, so, University of Wakanoa. Oh, Black Panther. Okay, Film habe ich noch nicht gesehen. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr den Film fandet. Oh, Energy Drink. Energy Drink beste. Okay, das brauche ich noch für später. Ab in die Arbeit. Und Lolly. Galaxy Pop. Also normalerweise teste ich die Dinge aus der Box immer direkt sofort, aber es ist doch richtig früh und ich habe noch echt keine Lust auf Lolli. Doctor Who Universe Müsli-Schale. So. Für alle Doctor Who Fans. Ich bin leider kein Doctor Who Fan. Aber ich bin ein Müsli-Fan. Yo. Haben wir noch irgendwas von Assassin's Creed? Und yo! Game of Thrones Kochbuch.
Yo, was für Tati, Mann. Auch wenn er Game of Thrones noch gar nicht angefangen hat. Aber wir sind alle große Game of Thrones-Fans und große Koch-Fans. Ist echt perfekt. Tati hatte vor ein paar Tagen Geburtstag. Können wir ihm dieses Kochbuch hier schenken. Das offizielle Kochbuch. Einleitung. Rezepte aus Dorne. Okay, krass. Geröstete Kichererbsen. Richtig geil. Okay. Für alle, die es nicht wussten, wir wollten vor dem Pokémon Go Channel und wir haben es immer noch vor, einen Koch-Channel aufmachen. Und sowas hätten wir echt perfekt für ein paar Videos machen können. Da haben wir hier ein paar Stickers und ein paar Infos. Alles klar. Jetzt frage ich mich nur, was das hier ist. Assassin's Creed. Fließdecke. Perfekt. Bei diesem Wetter. Ich weiß nicht, wie es bei euch momentan ist, aber bei uns ist eiskalt. Wirklich eiskalt. Okay, die ist aber recht dünn. Die wird mich nicht warm halten. So. Auf jeden Fall, das war's von mir. Wie immer, danke an Nuchest für die Box. Link ist in der Beschreibung, alle Infos zu denen. Und ansonsten, ein paar Zehner geschlüpft. Das einzig Gute eigentlich für mich nur Tane. Mit ein paar Bonbons. Und neue Boxen. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr die neuen Boxen findet. Wie viel gönnt ihr euch? Ich werde mir viermal die große gönnen. Und dann ein bisschen raiden. Das war's von mir. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.